Weil die rausgeflogen sind. Jetzt ist gelb, ich darf nicht überholen. Was ist das für eine Scheiß? Wegen Papp, das kann ich nicht jemand überholen. Grün, der Ball ist grün. Ich darf vorbei. Komm. Spätbremsen. Hui, Dalu, das war knapp. Ah, wow. Das schön über... Der Kwiat, der will noch. Der darf aber nicht. Alter, bleib hier. Schon. Dalu, lebst du noch? Piep. Vierter Platz und Massa ist wieder als dritter vor mir, Leute. Die Chance aus Podium ist wieder da. Und wieder drehe ich mich raus. Was laberst du denn so viel, Felix, du Idiot? Ich weiß. Der ist halt nervös. Leute, was ist das denn? Dalu! Ich, mein Auto dreht sich. Was ist Dalu denn? Der ist zweiter. Der ist zweiter. Okay, jetzt hab ich vier. Das klingt so geil. Felix, zwei. Dem Christian nein, ich bin immer noch am Drehen. Hinter Kiewert 5. Der Formel ist Verstappen, der ist Erster, den könnte ich holen und bist du fast so eine Stunde. Irgendwie da einmal Dreck an den Reifen da, du hast verloren, echt. So dumme Sachen, ja, die weiter geht, hat ja eine Chance aufs Punkte, ey, wenn die alle ausfallen. Und wieder gedreht. Ich. Jay, fast weg, wo? Wir fahren beide vorbei. So, jetzt krieg ich wahrscheinlich blaue Flaggen, aber ist mir egal. Danke, Jay. Da, du mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Felix, wo stehst du so? Moment, Peter, hast du mich hinter, hinter vierten, ich sehe den dritten noch. Ja, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Und bist du dann rückwärts gefahren? Hast du mich nochmal überholt? Nee, ich war gerade an der Box und muss jetzt wieder an die Box. Moment, mein Auto kann nicht mehr schnell fahren. Was ist das denn für? Mann, ich bin ausgelaufen. Soll, was hab ich denn? Ich fahr mal von der Ideallinie weg. Ja, danke schön, Dalu. Ich kann nur noch 140 fahren? Okay, das DRS ist Sprit leer? Nee, ich war vor 2 Runden in der Box. Ja, du tankst nicht. Mein DRS ist kaputt. Ja, bei Benzin leuchtet nicht. Kann nicht aber sein. Ich kann nicht mehr schnell fahren. Ich glaube, ja. Ist dein Getriebe voll im Arsch? Der Motor kaputt vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Wie scheiße ist das eigentlich, hinter den Ersten hier zu fahren? Der ist langsamer als ich, aber wenn ich... Hat so eine Reparatur an die Box. Okay. Ja, stimmt. Du kannst ja dann nicht... Ja, stimmt. Hast du auch DRS kaputt? Dann kriegst du direkt eine Strafe, Felix, wenn was du tust du denn? Ja, genau. Wenn ich den halt nicht vorbeilasse, dann kriegst du das Spiel. Unkonzentriert. Jetzt konzentrier dich, Mann! Alter, ich seh das schon kommen. Jay oder Felix werden nicht dieses Rennen werden. Ja, was ja, mit Massa passiert? Ich misch mich da nicht ein. Ich hab keinen Bock, da den Flame abzukriegen, dass ich da Felix rausschieße. Ich muss halt die ganze Zeit halt bremsen. So, jetzt krieg ich wieder DRS. Ach, Jay, du bist auch eine Runde hinten. Juhu! Ja, nicht nur eine. Wobei, ja, aber. Ja, dann versteh ich da. Ja, kommt der aus der Box. Weißt du, wer aus der Box gekommen ist? Ja. Fahr jetzt rechts vorbei. Ja. Musst du eh, ich hab Verstappen hinter mir, ich krieg auch gleich wieder blau. Aber Verstappen ist Erster? Soll ich den mal raushauen? Immer gerne. Mein Auto ist voll repariert und ich fahr 104. Ach man, jetzt hab ich keinen DRS. Ich krieg vielleicht doch da überholt, ey. Let's 136. Go. Hört auf, wenn ich keinen DRS hab, ich werde dich überholen, dann machst du gar nichts. Ja, mach mal die blaue Flagge da weg, ey. Ohne Scheiß. Jawoll! Oh, das 76. Überholmanöver zwischen Dena und Fiat. Immer aus der Verfolgerkamera. Da kommen welche. Scheiße, wenigstens auch noch einen Sinn hier in dem Let's Play. Das ist einer langsam, das ist einer langsam! Ich bin nicht langsam. Ich gebe Vollgas. Vielleicht klemmt dein Pedal. Ja, guck mal, ich hab Dalu wieder zurück überrundet. Ja, ich bin von Dalu! Kack, du! Kack, du! Mann, Felix! Nein! Sorry, Karma, Mann! Karma! Jetzt bin ich wieder hinten, ey! Mann, nur weil Felix sich da wieder rausgedreht hat, ey! 136 km. Alter, ja, ist klar! Peter! Okay. Oh, okay. Okay. Peter, was schlecht ist da? Ah, nee, das ist mein Teamkollege, das ist nicht gut. Aber erstmal lachen. Oh, Peter! Oh, lol, jetzt wo Peter raus ist, geht's! Jetzt, wo Peter raus ist, geht. Ist nicht dein Ernst. Doch, ich kann wieder. Peter war echt der Panzerschrank, ey. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so buggy, ey. Das gibt's nicht. Ah, jetzt kriegst du mich nicht mehr. Peter hat wahrscheinlich irgendwie so, so einen Knopf oder so für den Ferrari. Zündkerze an, Zündkerze aus bei Ferrari. Mach mir mal, gib mir mein DS wieder. Mann, immer noch kaputt. Okay, wir müssen ihn wieder so holen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr bei Felix bin. Wow, Alter, wir verteidigt. Oh mein Gott, ey, ich kann mir das genau vorstellen. Und der 76. Scheiß. Wieder vorbei. Du darfst dich nur nicht rausschießen, Felix. Ja, wir brauchen die Punkte. Ja, ich bin Dritter, Mann, oder? Oh. Ja, du bist Dritter. Aber nur, weil Massa gestoppt hat und ich muss eigentlich noch stoppen. Ich habe 41% auf dem Reifen schon. Ja, da bin ich reichen. Nicht. Wie vielte Runde seid ihr eigentlich Podium mittlerweile? Nicht.
20. 21. 21 jetzt. Okay. 16. Komm Leute, ihr habt noch 6 Leute, müssen rausfallen. Na, dann kriegst du Punkte. Die Chance ist da. Boah, ich muss doch jetzt einfach alle rausgraben. Oh Mann, ey. Was für ein Chaos denn, gute, Alter? Ist keine gute Saison für Hate. Mehr zu, ey. Was ist das denn, ist keine gute Saison für Hate. Lol, wer dreht mich denn da? Oh nein, ich hab nicht auf die roten Flaggen geachtet. Pfeile. Rote Flagge? Ja, was ist das denn hier? Hallo, Chris. Hallo. Christian hat dich gedreht? Nee. Das war irgendein Red Bull. Aber der kam halt, ich kam halt aus der Box und da war ich so langsam. Da wusste ich nicht, wo ich hinfahren soll. Das war halt scheiße. Da habe ich den NPCs nicht genug Platz gelassen. Boah, das erste Mal, dass ich eine ganze Runde geschafft habe, vor Kevin zu bleiben. Und der ist richtig weit weg sogar dadurch, in die Box, glaube ich, gefahren. Was? Wie bitte? Oder Kreuz? Ja, Kevin ist in die Box gefahren, hat es geschafft, die ganze Runde vor mir zu halten. Ich bin halt einfach so, ich habe mich verbremst dann auch bei der Boxenausfahrt. Ich weiß halt nicht, da wo ich bremsen muss. Ne? Ja, wir müssen einen Undercut probieren. Unerfahrenheit. Mit diesem neuen Setup, was ich hier fahre. Was? Wir waren ja in dieser Rechts-Links-Kombination. Aber ich dachte gerade schon, der hätte ich quasi berührt auf der Geraden. Das wäre ja voll assi von dem. Komm, es ist nicht mein Ernst. Was nicht? Du fährst dich schon wieder in das scheiß Kiesbett, Felix, oder? Doch. Aber du bist so ein Kacklappen, ne? Doch. Das war's mit dem Podium. Schade. Du fährst auf Platz 3, ich auf 16, bist so ein Kacklappen, Felix. Das war's dann wohl mit dem Podium, weil ich glaube nicht, dass du zu Ende fahren kannst mit den Reifen. Ja, du musst ja sagen, wie viel Prozent hast du denn? 45. Geh doch jetzt in die Box. Okay, welche Farbe? 13. Weiß. Haben die, welche sind das? Die gelben oder weiße Reifen? Weiß. Nee, das schaffst du nicht. Geh doch auf gelb nochmal rüber. Jetzt schnell. Kannst du noch auf weiß fahren, auf gelb reingehen. Ja. Und dann holst du auch richtig gut raus. Also, gelb mit frischen gelben Reifen würdest du jetzt noch durchfahren können. Ja, ich werde auf gelb wechseln, aber erst in zwei der Runden. Nee, das kannst du auch jetzt schon. Theoretisch. Wenn die Reifen jetzt Meine Kamera ist vor der Auswahl von den Reifen, das ist so scheiße. Ich kann nicht sehen, welchen Reifen ich auswähle. Ich muss gleich auf den Geraden genau angucken. Guckst du dich selbst an die Kamera? Nee, die Kamera nicht verpflanzt. Also Dalu kann jetzt wieder Gas geben, oder was? Ja, das ist richtig. Ich fahr wieder 300. Fuck. Ja, kurz die Hoffnung gehabt. Ey. Ein bisschen Sprit sparen, Leute, mit dem Reifen macht's eh Sinn. Oh Gott, aufpassen. Orange bauen schneller ab. Das sind schneller Scheiße. Also nach dem Boxen, da werde ich eher 5-6 sein. Die sind schon bei 0% Scheiße. Also die sind schon echt glitschig, die Orangen. Kann man eigentlich irgendwas verändern, dass man von links nach rechts der Reifenverschleiß ein bisschen anders ist? Rückwärts fahren. Nee, das liegt halt an den. Das liegt halt an der Strecke. Aber das kann ich nicht irgendwie mechanisch verändern durch Differential oder sowas. Nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Weil vorne hinten geht ja mit Bremskraftverteilung. Ja genau, seitlich weiß ich höchstens mit Camber oder sowas, aber da müssen wir nichts Experten fahren. Also letztes Mal hat mir jemand erklärt, dass ich da, wenn du eine Rechtskurve fährst, dann hat quasi der linke Reifen mehr zu tun und deswegen nutzt er sich mehr ab. Weil wenn du eine Rechtskurve fährst, hast du halt vorne links mehr Abnutzung. Also müsstest du mehr Linkskurven nachfragen. Okay, ich suche mir jetzt einfach mehr Linkskurven aus. Alter. Also ich habe auch Eriksen vorne links viel mehr als ja. Das ist so nervig, wenn du überrundet bist. Du bist halt einfach schneller dann irgendwann, aber hast halt keine Chance, weil die blauen Flaggen dir auf den Sack gehen. Ja. Das ist echt scheiße. So, obwohl du schneller bist, ne? 20. Ja. Das ist halt echt assi. Sepp, du könntest vor mir kommen, ne? Ich weiß aber nicht, was ich dagegen machen kann. Ja, werde ich auch. Scheiße. 20 Sekunden sind zwischen uns. Und dann boosten wir uns, Felix. Ja. Du darfst das nicht als Konkurrenz sehen, das musst du als Chance sehen. Ja, es ist ja also gut, besser als dem anderen. Teamkollegen mögen sich in der Regel eigentlich nicht. Doch, ja, die verstehen sich, die kämpfen hart, aber die verstehen sich, würde ich sagen. Bin mir da nicht so sicher. Wenn dann, Sepp in den Kölner Stadtteil kommt, wo du wohnst, ob er dann nicht Personenschutz braucht. Da kommt er gar nicht rein. Das ist der Wahnsinn. Weißt du, wenn dann die Fananhänger von denen dann Sepp verkloppen würden. Und andersrum natürlich auch. Musst du kurz. Gut,
das für eine etwas ältere Community als bei raus? Felix haben, aber Felix hat halt mehr. Das okay. wird ganz schön spannend. Felix, ich hab noch gesehen, wie du dich gedreht hast, Alter. Ja. Kinder, meinst du Kindersoldaten oder was? Ja, das war dumm. Dreimal hab ich mich da gedreht. So aber du bist noch Dritter. Ja, aber nur wegen Boxenstopp. Sie hat Fünfter oder Sechster. An welche Position fährst du, Sepp? Sechs. Okay, dann wäre ich Siebter. Ah ne, dann wäre ich Sechster. Ja, immer noch Sechster. Also ich glaube, du kommst irgendwo bei mir schon raus. Ich habe auch noch eine 5-Sekunden-Strafe, Felix. Oh! Aber ich glaube, man braucht ungefähr gut 20 Sekunden noch für einen Boxenstopp hier, oder? Ich weiß es nicht. Weil das ist der Abstand. Ich habe aber auch orange Reifen, ne? Also wenn du jetzt auf gelb fährst, wirst du mich definitiv auch kriegen noch. Felix? Trotzdem, wie rauskommt. Weißt du eigentlich schon, wie deine Motorsportkarriere vorangeht, weitergeht? Ich habe sehr interessante Gespräche führen dürfen letztens. Aber ich darf dazu öffentlich natürlich noch nicht sagen. Aber es ist, es gibt auf jeden Fall verschiedene Optionen. Ich werde auf jeden Fall weiterfahren. Okay, weiter, Alu. Schau, Alu. Jetzt muss ich nur noch zwei Runden überleben und Dalu überholen. Da war doch nichts. Da hätte ich maximal den Lack verlieren dürfen. Du hast echt mehrere Optionen, oder was? Machst du neuen Williams-Fahrer, oder was? Also ich sagte, das wäre geil. Mein Papa wäre ja... Nachtrennen. Auf dem Nürburgring, meinst du? Nacktrennen. Nacktrennen, alles klar. Also Nürburgring 10-12 Stunden wäre irgendwann auf jeden Fall eine Option, aber da habe ich echt Respekt, da braucht man viele Jahre Erfahrung. Das wird nicht so schnell passieren. Aber irgendwann könnte ich mir das vorstellen, da hätte ich auf jeden Fall ein Interesse dran. Aber selbst in GT4 fährt man ja zum Beispiel Nachtrennen. Letztes Jahr, glaube ich, in Misano, also dieses Jahr. Weiß ich, ob die jetzt auch fortsetzen. Stelle ich mir halt aber das ist natürlich nice. Nachtrennen ist doch super anstrengend, oder? Bestimmt, aber eine krasse Herausforderung. Mit GT4 oder Fahrzeugen. Das ist auf jeden Fall. Aber erstmal, dann fangen wir direkt mit Formel 1 an, Felix. Oh, ich bin nicht in die Fox gefahren. Ist 15. und vor Dalu Kart. Ja, Formel 1 kommt nächstes Jahr. Also der Brownshade ist auch nicht so schwer. Oh, scheiße, ich dreh mich. Oh, ich hab gerade irgendeinen Mercedes rasiert. Das finde ich gut, Jay. Das ist bestimmt gut. Ich halte wieder ganz viele auf. Felix, es gibt doch nur noch einen Mercedes. Ja, ich wollte. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, dann habe ich den ersten. Das lohnt sich. Jetzt fahr da vorbei, du Fotze! Ne? Ich fick dich, Spiel! Kann ich nichts machen. Alter! Also mit den gelben holst du echt noch was raus. Ja, ich gehe jetzt ja auf gelb, aber was soll ich machen auf den weißen? Nee, halt früher. Also ja, ich wollte. Hätte ich machen müssen. Hat Jeff dir nicht gesagt, hey, komm rein! Also, man darf übrigens nicht auf der Ideallinie langsam fahren. Ja, das ist ja. Ja, richtig. Habe ich gerade gemerkt. Ja, wenn der Teil. Ich habe erst, auf der zweiten langen Geraden, bin ich nach rechts gegangen, um die Reise zu machen. Du bist ja mitten an der Box. Oh, habe ich den möglicherweise rasiert, wie gesagt. Alonso macht keinen Scheiß. Wo ist denn Hamilton so, Peter? Weißt du? Der ist Erster gewesen. Weite Position, gerade im Boxenstopp. Der jetzt war Erster. Raus. Jetzt wieder raus. Okay, dann ist er eh. Dann hat sich nichts mehr weg, Alter. Tippkollege in der Box. Mann, ey. Oh, Felix, da kommst du aber noch vor mir raus, oder? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, du. Ich bin noch nicht. Ich hab noch nicht Reifen gewechselt. Ich bin gerade in der Schikane, also in der Richtung. Ja, du wirst vorbeikommen. Die Frage ist, wie weit vorne mit deiner 5-Sekunden-Strafe? Ich fahre jetzt wieder. Du bist in der letzten Dings, aber ich fahre noch langsam in der Boxengasse. Der ja, du wirst vorbeikommen. Leute, schaut unten rechts auf die Karte, das tut mich. Dann seht ihr es. Okay, bleib hinter der weißen Linie. Da vorne fährt er vorbei, aber es sind innerhalb der 5 Sekunden. Ich muss auch Sprit sparen. Ich weiß nicht warum, aber ich verbrauche so viel Sprit. Ich auch. Durchgehen. Ich muss auf Mager gehen, damit ich überhaupt ins Ziel komme. Und ich hatte 0,6 hatte ich vor 4-5 Runden noch auf Standard über. Hast du durchdrehen, dann schaltest du zu spät oder du hast durchdrehen die Räder? Wäre es wirklich? Ich hatte das auf der Strecke aber auch leider. Ich verliere auch Benzin hier. Okay. Mit den Rädern wahrscheinlich nicht, aber das andere wahrscheinlich. Das ist so ein Problem, das habe ich diese Season irgendwie nicht. Oder generell bei diesem Spiel. Ich glaube, bei mir sind es die Räder. Ich fahre nicht mehr so smooth wie letzte Saison, logischerweise, weil ich halt. Aber du müsstest doch gerade dein Fahrstil müsste doch eigentlich voll gut verpassen. Ja, aber wie gesagt, wenn ich Standard fahre, dann. Problematisch wird das erst. War aber nicht mehr so smooth jetzt, wo ich nicht mehr. Doch, auf Mager wird das jetzt mehr. Dann habe ich viel häufiger blockierende Reifen. Ja, auf Mager wird es mehr. Du kannst Short shiften. Aber ja, das haben okay.
sein Reifen mit der Traktionskontrolle zu tun. Eher mit dem perfekten Bremspunkt. Ich weiß ja, mein DS funktioniert, ich bin so nah hinter dir, das sollte passen. Okay, fahr mal danach, fahr mal die Stadt uns hier mit vorbei, oder? Ja. Guck mal, hier ist der 14. DS geht wieder, juhu! Haben sie repariert? Ich komme und ich werde rechts rausgehen. Ja, mach das. Ist gut. Okay, zieh rechts vorbei, dankeschön. Wie viele Runden der wohl vor mir ist, der 14.? Bei. Felix, bitte 5. Echt, hier zwei. Bei dir. Ja, ehrlich. Leider, es hätte echt Dritter sein können, aber es ist immer noch ein gutes Ergebnis. Jetzt nur noch eine. 5. 6. ist voll gut, wenn wir das hinkriegen. Aber das ist für Fork India ist das ein Top-Ergebnis. Ja, ohne Scheiß. Bestes Saisonergebnis bisher. Ja. Könntet ihr bitte noch mal ein paar vorne rausschmeißen? Ist gerne. Egal, wir sehen ja keinen. Ihr könnt euch wirklich aussuchen, wen. 5 Leute, wird mir reichen. Also ich kann Felix rausschießen, nein, der ist vor mir. Ja, ich kann Sepp rausschmeißen, aber ich mach das nicht. Team wäre auch ein Anfang. Was bietest du, Jay? Keine Ahnung. Ich würde dich auch von 0 auf 70 ziehen, bei Diablo dann morgen, übermorgen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber dann, wie viel Paragon noch? Mist, wenn ich jetzt drinnen wäre, hätte ich einen. Wie viel willst du denn? Also 50? Schon. Ja, 50 ist okay. Wenn du gezogen bist, Dalu. Ja. 50 ist okay. Ich kann dir auch gerne hilfreiche Tipps geben bei Call of Duty. Was ist los? Was bietest du so, damit ich das nicht mache? Ich fahr einfach weg vor dir, du bist doch gar nicht mehr bei mir. Du darfst den Helm von Felix putzen. Felix ist ganz schön aschi, ey. Dein Teampartner disst dich wieder, ne? Also, ich stimmt aber halt. Fahr weg, ja, boah, recht hat halt. Du bist ja gar nicht mehr in meiner Nähe, du kannst mir gar nichts. Ja, was passiert bei dir? Du bist jetzt schon fast 4 Sekunden hinter mir. Ah, logisch. Ich fahr mager und auf alt-orange. Na gut, macht Sinn. Das macht voll Sinn. Ma, ich fahr grad wieder ganz gut eigentlich, ey. Ich darf jetzt nur nicht zu viel Zeit verlieren, damit ich nicht noch einen Platz nach hinten gesetzt werde. Weil da kommen nämlich dann schon 3 Stück wieder. Kann man nicht Peter und mir die Mercedes geben? Ich würde das verbindlich nicht einmal durchgehend. Mit den Punkten bitte, die schon erspielt haben. Ich glaube, ich muss gleich mal das Fenster aufmachen. Nee, das wär schon okay mit, wenn das nicht so wäre. Status Report. Oh, ja, schnellste Runde. Persönliche schnellste Runde. Gut. 1:26:6. Du bist immer noch nicht in derselben Runde, Jamie Eriksson. Ja, ist mir schon klar. Als ob ich innerhalb von 2 Runden Eriksson überrunden könnte. Nein, nicht überrunden. Du musst ja nur in dieselbe Runde kommen. Also ich muss nochmal eine Runde fahren. Aber ich habe immerhin das Rennen beendet. Ich wollte den eigentlich vorlassen. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wie wolltest du denn? Du hast auch über 10% Paketverlust, also bei dir ist gerade wieder irgendwas kaputt. Geil. Aber wenigstens habe ich jetzt noch Punkte. Ja, immerhin. Nicht schlecht, ey. Der nächste ist nur 3,5 Sekunden weg von dir. Den Peter dich so häufig abgeschossen hat. Ja, ohne Spaß. Das war echt nicht mehr witzig. Ja, dann im Rennen Qualifying, weil übel war, da nicht. Ja, Qualifying, dann war. Hat ja schon ganz angefangen mit dem Hate. Mit dem Hate. Ja, der Hate ist einfach. Peter gegen ist einfach nur frustriert, weil er heute kein Schaschlik gekriegt hat. Ja, ich hab schon. Ich hab schon geschrieben. Er hatte echt schon wieder Bock auf Schaschlik. Ja. Und dann ist heute Morgen mir auch noch mein Frühstücksei geplatzt und dann halt bei der Tasche gelaufen. Oh nein, da konnte der Frühstücksei ist geplatzt. Ey. Wobei beim Rasieren oder? Beim Kochen. Was? Posti? Hey, so, bist du so warm, Duscher oder was? Was ist denn für ein Bonbon? Was macht man denn sonst mit Eiern? Ich glaube, Jay denkt an männliche Eier. Ich dachte, aber du würdest dich halt nicht als Frühstückseier bezeichnen. Ach so. Wenn du so geleckig bist, Peter? Weil ich ja sagen muss, ich vermisse schon wieder das Biss von Hotel. Das hier ist ja das gleiche. Da ist immer Cindy. Die macht das beste Omelette überhaupt. Cindy ist ja da. Das ist krass. Die ja, ist bestimmt ja so da, ja. Geil. Bei Cindy würde ich sagen, so blonde, hochgetakelte Haare wie bei weiße Haare, sehr lang, ungefähr 300 Kilo schwer. Cindy ist eine schrecklich nette Familie, die Tochter, ja, aber dann auch noch so richtig hässlich blauen Lidschatten oder so eine Scheiße. Das stelle ich mir unter Cindy vor. Ja, aber das ist die amerikanische Cindy, ist ja nicht Ost-Cindy. Ja, Cindy aus Luzern. Oh, blaue Flagge für wen? Wer ist das da hinter mir? Hä,
Hamilton! Komm her, Hamilton! Schieß ihn raus! Scheiß schieße ich den raus! Wir schenken euch doch keine Punkte! Ja, echt, mal, wie lame ist das denn? Du schenkst also zumindest nicht absichtlich. Gerade wolltest du mich noch bestechen, na? Das hat jeder gehört, Jay. Ja, ihr sollt mir die schenken! Aber ich schenke die doch nicht euch. Holo, was zahlst du mir denn dafür, dass ich Hamilton abschieße? Ja, kommt jetzt nichts. Ich kann dich in Diablo nicht ziehen, ey. Ich kann dir Tipps bei Fortnite geben. Wow, langweilig. Phoenix kennt bei Fortnite. Langweilig. Black Long Snake brauchst du was nicht. Jetzt ein Argument. Die Zeiten von Black Long Snake sind vorbei. Die gibt's ja auch gar nicht mehr, schon alt geworden. Ja, Black Long Snakes, ja, der ist halt in Ruhestand gegangen. Ja. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin raus. Nein. Nicht auf dem Zenit seiner Karriere. Alter, ich fahr gerade hier die beste Zeit meines Lebens hier. Wow, fast gerade das Rennen weggeschmissen. Nein, Felix, tu das nicht. Das wäre schon mal ein Anfang, dann wäre ich 14. Weiter wäre ich 4. Nee, 5. Ja, anders komme ich hier nicht in die Punkte. Klares Rekord. Da bin ich einfach zu schlecht. Egal wie gut du jetzt noch fährst, Jay. Selbst wenn also stimmt, die anderen, die haben ja so viele Runden Eriksen Rückstand. Bekommst, ja, danach ist Ende. Eriksen ist so weit hinter dem 13. Monaco machen wir, Jay. Da überlege ich halt gar nicht mitzufahren. Dann kann ich aber direkt Montreal üben. Die Zeit besser investiert. Nein, aber natürlich. Ich hab 7 Sekunden aufgeben ist ja mal natürlich noch was. Felix, wir werden 5. und 6. Alter, wie nice ist es denn bitte? Komm erstmal an. Geil. Ja, komm erstmal. Jawohl, allein 26, 1, 2, 0. Aber ich trauere meinen 3 verdammten Drehern hinterher. Es wäre locker Podium gegangen. Ja, ich auch meinen 6, 7. Wobei, wie viel Abstand hast du zu den anderen? Ah, nur 5 Sekunden oder sowas. Oh, das geht ja sogar. Ja, ich sehe den vor mir, den Kjart. Moment, wer ist erster? Bitte fahr jetzt nicht durchs Ziel, dann habe ich noch eine Hamilton ist erster. Verstappen ist erster. Verstappen ist erster. Ja, nee, Hamilton war zweiter. Ja. Peter, stuck du erstmal runter, ja? Entschuldigung, Peter ist gerade ich kann das nicht haben, wenn Leute lügen. Ich kann das nicht haben, wenn Leute essen während der Aufnahme. Ja, das kann ich auch nicht haben, tut mir leid. Letzte Runde, jawohl! Oh. Letzte Runde, ja, boah, Alter. Also ich bin bei 30 von 33. Aber ich lebe doch. Aber ich kann auch sagen, ja. Ich lebe noch. Du fährst noch. Rückenberg, mach kein Mist. Aber jetzt doch, komm, hau noch einen raus. Jetzt soll die Zeit. Max Verstappen gewinnt den Spanien Grand Prix. So wie sein erster Sieg. Stimmt. Damals wurde Kibbert komplett demontiert, stattdessen ist er jetzt hier auf Position 4 unterwegs. Also auch für ihn kein schlechtes Ergebnis. Ist unlogisch. Ja, irgendwie ist er viel zu gut in Formel 1 2017, das stimmt. In echt darf er gar nicht mehr fahren. Rennende! 2 Minuten 40 zurück! Nice! Aber hey Jay, du bist durchs Ziel gekommen. Ja? Besser als Dalu und ich. Sagen, Dalu ist ja auch keine Competition. Ja, aber nur weil erste, Jay auch für das erste Rennen ohne Hilfen ist er schon echt stark, Jay. Nein, Alter, das ist mega enttäuschend. Mann, so knapp in der Kiewert hätte er aber eh noch eine 3-Sekunden-Strafe. Ich finde das wirklich trotzdem, enttäuschend. Trotzdem, 5. Platz. Ich kann mich nicht beschweren, Leute. Das war, war ein super Ding. Oh, ich bin glücklich, dass er überlebt hat. Felix, ich komme! Nice! 6. Platz, komm. Incoming! Slip rein, yes! Ja! 5 und 6, Alter! Nice! Nice, Mann. nice! Geil, ey! Woo. Komm schon, nochmal eine schöne Zeit. Oh. Oh, ich bin so fertig. Holy shit. Wie soll ich jetzt mal kurz aufnehmen? Was denn? Du bist mal 9. geworden, oder? Ja. Was auch unglaublich ist, by the way. Ja. Ich habe am Ende auch nochmal eine Zeit gefahren, die ich. Du hast sogar Punkte gekriegt. Nice. Max Verstappen, herzlichen Glückwunsch. Ah, und ich sehe Massa da. Ich hätte Massa sein können. Das ist ja voll ein logisches Spiel. Und direkt dahinter war Kibbert. Ach Mann, ey. Da sind sie. Ach Leute, irgendwann werde ich auch da stehen. Und zwar zusammen mit Sepp. 22. In rosa. Sepp, wir packen das noch. Da sind die Schweinchen
Wir erobern das Treppchen. Ja. Das sind 10 Sekunden. Puh, Alter. Aber es war ein krasses Rennen. Also. Puh. Ach, 10 Sekunden. Ja, ich hätte jetzt gewonnen. Ja, so gesehen hat Felix gewonnen. Sekunden? Wieso habe ich 10 Sekunden? Wo habe ich denn die 20 Peter, von den, zweimal, von den schnellsten stimmt, Runden müssen wir aber mal deutlich zulegen noch, ey. What? Da waren wir ja, aber ganz stimmt, schwach. Wieso bin ich denn da nicht Runde siebter geworden? Schnellste Runde ist Hamilton gefahren. Aber ich kam direkt dahinter, nice. Ah, nee, eine Sekunde. 22,7 ist Christian gefahren. Ich glaube, der ist mit Abstand die schnellste Runde gefahren. Den habe ich gar nicht gesehen. Alter, Chris, was los? Ist ja das denn rausgehauen? War nur die letzte Runde, aber da war ein Auto auch fast leer. Ich hatte noch Sprit für 0,1 Runde oder so. Aber trotzdem, sehr nice. Also 1,5 Sekunden schneller. Sehr gut. Was ist denn hier bei mir die 2x5 Sekunden Strafe? Ich habe nur die eine Stop and Go. Ja, anscheinend hast du 2x5 bekommen. Aber sonst wäre ich halt auch nicht Sechster, wenn ich 2x5 hätte. Du bist doch Sechster, oder? Rasen in der Boxengasse. Ja. Kollision mit Sainz verursacht. Das ist alles so geblieben, wie es ist. Aber die Strafe ist trotzdem komisch, ja. Ja, nicht erfülltes Stop and Go, 5 Sekunden. Was ist das denn ernsthaft? Also gibt das doch eine Strafe. Also, ja, natürlich muss es eine Strafe geben. Ja, ich hab euch gefragt und ihr so, nein. Ich sagte nein, ich war mir auch echt sicher. Ist ja wohl besser, dass du 5 Sekunden nochmal kriegst, als nochmal dumm in die Boxengasse zu fahren. Ja, ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall schlechter gewesen. Aber ich hätte gedacht, dass nur 5 Sekunden draufkommen. Aber wie können die denn, das würde doch keinen Sinn machen, die einfach so. Das verstehe ich auch nicht. Also diese Stop and Go Strafe nicht anzutreten und dann einfach. Vielleicht wissen die Leute in den Kommentaren das ja. Ja, die Stop and Go ist eigentlich von einem normalen Boxenstopp halt. Dass ich die beim Reinfahren bekommen habe und als ich gestoppt habe, ich habe ja dann gestoppt, haben die mir die nicht gegeben. Ja, das halt voll dämlich. Das wäre ja keine richtige Strafe gewesen, wenn ihr die direkt doch, absetzt. Du musst ja 5 Sekunden dann da drin stehen. Ja, das ist halt die, Bullshit. Die Regeln von diesem Formel-1-Spiel sind halt auch für mich sehr, sehr undurchsichtig. Ich habe da auch bei der Bullshit. Karriere auch öfter kurz schon noch, Probleme gehabt und habe das nicht gecheckt. Kurz noch zur Rangliste, bevor das hier weiterspringt, der Bildschirm. Force India ist jetzt auf Platz 7 mit 31. Ha, erster! Ein Platz hinter Easy. Williams. Haas auf jeden Fall noch von uns allen vorne. Nee, gar nicht, Ferrari ist ja noch davor. Und ja, ganz vorne in der Fahrerwertung bleibt natürlich noch Jay. 18 Punkte hier. Ja, das zählt ja nicht. Die 83 Punkte musst du mir streichen. Das ist ja Quatsch. Puh, Leute. Das war's auf jeden Fall vom heutigen Rennen hier aus Spanien. Einiges bei allen Fahren passiert. Schau auch bei Pizmeet und bei Dalu vorbei. Links alles unten in der Beschreibung. Dalu, lädst du überhaupt hoch? Dalu? Ja. Naja, Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder aus Monaco dann. Das wird sehr spannend. Ich weiß nicht, wer da das alles durchhalten wird, aber ich freue mich schon drauf, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.